herzlich willkommen zum ELG-Podcast, Ihrem Talk zu Weiterbildung, Karriere und aktuellen Business-Themen. Ja, Problem dabei ist einfach, dass der Frauenfußball immer noch zu wenig Geld einbringt für Vereine. Dass es ja immer mehr so ist, dass der Frauenfußball eben auch im Zusammenhang mit Männervereinen eben stattfindet. Es Fusionen gibt, Männervereine jetzt auch Frauenmannschaften eröffnen, aber grundsätzlich bringt der Frauenfußballbereich eines Vereins leider immer noch nicht genug Geld ein, dass man jetzt sagen kann, ja, die Frauen leben eigentlich von den Männern immer noch und deshalb kann das Gehalt oder soll das Gehalt auch nicht angepasst werden, obwohl wir ja teilweise größeren Aufwand betreiben als eine Männer-Bundesliga-Mannschaft. So, herzlich willkommen zum ELG-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge, so könnte man es sagen. Wir schreiben den 13. März und hätten heute eigentlich ein Gespräch hier in Wien in unserem Studienzentrum angesetzt gehabt mit ÖFB-Teamspielerin und Studentin Virginia Kirchberger. Aber der Coronavirus lässt es nicht zu, dass wir das in Person machen. Das heißt, wir haben das telefonisch gemacht. Coronavirus gerade überall in den Medien beherrscht das Tagesgeschehen und betrifft uns jetzt quasi auch im Podcast. Ja, wir haben mit Virginia gesprochen über ganz viele Dinge. Zu Beginn logischerweise über das gerade so relevante Coronavirus, wie es sie beeinflusst im Profifußball. Da stehen jetzt einige wichtige Spiele an, ist ja gerade mittendrin in der EM-Qualifikation für die EM 2021 der Frauen in England. Da steht die ÖFB-Mannschaft ja sehr gut da mit 4 Siegen aus 4 Spielen. Sie erzählt also, wie es da so vorwärts geht, was so der aktuelle Stand der Dinge ist. Virginia ist ja auch dann zudem noch beschäftigt beim SC Freiburg, ist dort Spielerin und erzählt auch, wie das Virus dort vor Ort gerade sich auswirkt. Ja, aktuell ist sie in Wien, kann eben nicht hier bei uns live sein, daher haben wir das Ganze telefonisch gemacht. Daher ist auch die Audioqualität vielleicht nicht so top, wie man es sonst gewohnt ist. Ja, über was haben wir noch so gesprochen? Wir haben über Fußball gesprochen, über Frauenfußball, wie da so die aktuellen Entwicklungen sind. Das Ganze hat ja in den letzten Jahren eine unfassbare Professionalisierung durchgemacht, hat aber gleichzeitig noch immer sehr viel Aufholbedarf in vielerlei Punkten hin zum Männerfußball. Über das sprechen wir. Wir sprechen vor allem über den Gap im Bereich Gehälter, der ja eklatant ist. Und da hat sie auch einige spannende Insights auf Lager. Und dann sprechen wir natürlich auch über das Thema Weiterbildung. Denn gerade im Frauenfußball, wo die Gehälter eben noch nicht so exorbitant hoch sind wie im Männerfußball, ist es schwierig, sich neben dem Fußballer-Dasein sich sehr viel Geld auf die Seite zu legen. Das ist eben oftmals nicht möglich. Und gerade da ist es eben wichtig, dass man sich ein zweites Standbein aufbaut und vorsorgt für die Karriere nach der Karriere sozusagen. Und das tut sie. Ginny hat ein Bachelorstudium absolviert im Fernstudiumformat und macht jetzt eben das MBA-Fernstudium, MBA Business Management an der FH Burgenland. Darüber hinaus ist die Folge aber auch sehr besonders für mich, weil ich eben, sage ich auch im Podcast ganz kurz, habe ich jetzt im Intro noch nicht gesagt, ich kenne ja Ginny von der Schule, also wir waren im Gymnasium gemeinsam, bis sie dann eben mit 16 nach Deutschland ging, zu Bayern München, wurde sie quasi gescoutet und uns weggenommen. Aber bis dahin waren wir eben im Gymnasium gemeinsam. Von dem her kenne ich sie sehr gut und hat die Folge natürlich doppelt viel Spaß gemacht. Lange Intro, kann jetzt auch enden. Ich sage viel Spaß beim Reinhören. Ich glaube, die Folge ist richtig cool geworden und los geht's. Hi Ginny, hi, grüß dich. Ja, cool, dass wir es jetzt so machen, den Podcast. Es war ja eigentlich geplant, dass du zu uns nach Wien kommst, wieder uns besuchst im Büro und dass wir das vor Ort machen, live und in Person. Das haben wir jetzt nicht machen können. Nein, leider nicht. Ist vielleicht auch gut so. Wie ist das genau? Also du bist jetzt gerade in Wien, gell?
Ja, also wir hatten eben bis Mittwoch Nationalmannschaft und waren ja in Spanien auf Trainingslager. Und dort ist die Situation natürlich noch nicht so wie hier in Österreich oder generell auch in Deutschland überhaupt nicht. Und eigentlich war es geplant, dass ich eben bis Sonntag hier bleibe und dann ganz normal nach Deutschland zurückfliege. Und wir haben aber jetzt quasi die Verordnung bekommen, so wenig soziale Kontakte wie möglich zu haben. Und es kann eben sein, dass ich mich jetzt eben erst heute Abend entscheiden, dass ich morgen sogar schon wieder zurückfliegen muss, weil ich sonst nicht mehr zurückkomme. Und genau, deshalb Wahnsinn. Ist die ganze Situation hier ein bisschen außer Kontrolle und ja, eben in Deutschland noch gar nicht so schlimm. Da ist auch der Spielbetrieb noch ganz normal. Deswegen, ja, kann es jetzt sein, dass ich jetzt am Wochenende noch zurückkomme und dann vielleicht länger nicht wieder herkommen kann oder dass ich vielleicht schon gar nicht mehr zurückkomme. Und ja, also wird alles noch sehr ungewiss. Ja, sehr. Ja, da muss man vielleicht. Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, wir nehmen jetzt auf am 13. März, das ist vielleicht wichtig zu wissen, weil das ist ja nicht gleich live, 13. März um die Mittagszeit und ich gehe mal davon aus, dass heute für Österreich zumindest noch einiges beschlossen wird. Da hört man ja schon ein bisschen was raus, dass da wirklich massive Einschränkungen kommen werden für ab Montag. Also jetzt ist es Freitag, für Montag wird es dann wahrscheinlich einiges geben an Neuigkeiten. Ja, und wenn du sagst, du kommst dann vielleicht nicht mehr zurück, meinst du Deutschland, meinst du Freiburg, denn du spielst beim SC Freiburg? Genau, also eben für mich geht es halt darum, dass ich grundsätzlich ist eben in Deutschland noch nicht so oder werden noch nicht solche Maßnahmen getroffen wie hier in Österreich und eben deswegen ist halt ganz klar die Anordnung vom Verein, halt so schnell wie möglich zurückzukommen. Und ja, eben, wie gesagt, muss ich jetzt schauen, wie ich jetzt konkret, weil eben, wenn es erst ab Montag ist, kann ja mein Flug am Sonntagabend eigentlich noch, und Stand jetzt geht er auch noch, deshalb wäre ja ein Umbuchen unnötig. Aber sollte sich das jetzt ändern, kann es eben sein, dass ich morgen noch spontan dann doch früher zurückfliegen muss. Beziehungsweise, ja, ich hoffe, dass das alles so klappt. Und dann ist eben auch die Frage, wann ich wieder nach Österreich zurückkommen kann und eben wenn der öffentliche Betrieb jetzt so in Wien oder auch in Österreich eingeschränkt wird, ist ja die Frage, dann wird im April keine Qualifikation stattfinden und dann werde ich auch nicht hierher zurückkommen können. Also sehr spannend, aber sehr ungewiss, wie es jetzt weitergeht. Absolut, absolut. Das ist ja ein Riesenthema. Diese ganzen Großveranstaltungen werden jetzt der Reihe nach abgesagt. Spielbetrieb ist jetzt in vielen Ligen eingestellt, bis auf Weiteres. Das ist schon angesprochen. Ihr steckt ja auch mitten in der Meisterschaft zum einen mit Freiburg, aber auch mit dem ÖFB-Team, mit dem Frauennationalteam. Seid ihr ja auch mitten in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021. Da seid ihr sehr gut dabei, habt jetzt 4 Spiele und 4 Siege. Und jetzt würde es am 14. April gegen Frankreich gehen, in Österreich, ein Heimspiel. Da ist natürlich jetzt die Frage, was da passiert. Gibt's da irgendwelche Neuigkeiten schon diesbezüglich? Nein, also eben, wie gesagt, noch nichts Konkretes. Der ÖFB hat ja sämtliche Spiele ja schon, oder die Verbände haben ja schon Spiele eingeschränkt oder sogar ganz verlegt oder den Ligabetrieb eben eingestellt. Aber jetzt so für uns, für die Nationalmannschaft, gibt es jetzt noch keine konkreten Infos. Aber ja, natürlich wird sich in den nächsten 1-2 Wochen halt einiges tun auch. Und dann werden wir auch mehr wissen, wer natürlich, ja, irgendwie ungünstig, weil das eben so ein wichtiges Spiel für uns ist und es da eben auch um ja den ersten Platz in der Gruppe geht und ja, wir dann natürlich uns jetzt eben intensiv auch in Spanien darauf vorbereitet haben, mit dem Hintergedanken, dass jetzt in 3 Wochen eigentlich dieses Spiel wäre und ja, dass natürlich jetzt auch schade wäre, dann nicht gegen Frankreich antreten zu können und sich das eben wieder nach hinten verschiebt. Klar, klar. Muss man auch dazu sagen, die UEFA, was ich jetzt gestern gehört habe, hat gestern jetzt getagt. Da ging es ja wahrscheinlich hauptsächlich um die großen Bewerbe, die jetzt aktuell stattfinden. Das ist die Europa League, Champions League und natürlich dann auch im Sommer die Europameisterschaft der Herren. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon irgendwas Konkretes gibt. Ich bin mir sicher, wenn der Podcast dann draußen ist, wenn der verfügbar ist, gibt es da schon dann Gewissheit. Aber meine Vermutung, aufgrund dieser vielen Spielabsagen, Verschiebungen in den Ligen jetzt, ist
die, dass die Europameisterschaft der Herren 2020 verschoben wird um ein Jahr, weil wie sollen sie denn sonst die Ligen, die heimischen, zu Ende spielen lassen können, wenn da die Spiele einen Monat lang ausgesetzt werden? Das müsste ja dann im Sommer passieren. Das geht dann natürlich nicht, wenn parallel dazu eine Europameisterschaft stattfindet. Aber okay, das sind alles Themen, das ist jetzt noch nicht fix. Ich vermute nur, sie werden jetzt die EM der Herren verschieben auf nächstes Jahr. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht, was ist da deine Meinung dazu? Ja, also wie gesagt, dass das im Raum steht, habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass eben da überlegt wird, wie man das am besten macht. Nur ich denke halt immer, man darf halt die Athleten nicht vergessen, die ein ganzes Jahr eine Saison spielen, sich auf eine Euro vorbereiten und dann ja die Saison auf einmal doch länger dauert und eben diese Belastung, die ein Athlet dadurch hat, halt durch so ein Turnier, was ja für Zuschauer alle wirklich ein toll und auch für einen selber ein tolles Event ist und auch ein Erlebnis und ja, eben das, wofür man auch arbeitet, aber rein körperlich ist das ja so eine Anstrengung, dass man halt nicht vergessen darf, wenn die Ligaspiele halt eben so weit noch nach hinten reichen, ob das dann überhaupt auch gesundheitlich einen Sinn macht, eine Europameisterschaft abzuhalten, weil dann eben die Verletzungsgefahr, wenn die Athleten eben müde aus der Saison kommen, keine Zeit haben, sich zu regenerieren und für ein Turnier vorzubereiten, dann kann das eben auch ja nicht so in die tolle Richtung gehen. Also bin ich sehr gespannt, was man da für eine Lösung findet. Und ja, eben auch, wenn jetzt wirklich ein Monat mal der Ligabetrieb ausfällt, auch für uns jetzt für die Frauen, dann muss das ja nachgespielt werden. Nur, es ist auch Olympia bei den Frauen und beziehungsweise die Vorbereitungszeit und die Saison fängt ja dann auch wieder an. Und dann bin ich auch gespannt, wie man das halt regelt, weil dann haben wir halt überhaupt keine Sommerpause mehr. Also ja, bin ich sehr gespannt, wie das alles kommen wird. Glaubst du, dass man in solchen Situationen zu sehr aufs Geschäft schaut und zu wenig auf die Menschen dahinter? Also ich glaube, dass das für alle Parteien irgendwo auch ein neues oder so vielleicht nicht gewohnte Thematik ist und dass es eben schwer sein wird, da eine für alle gute Lösung zu finden. Und ich glaube, dass da alle betrifft, dass es für alle was ganz Neues ist, weil, keine Ahnung, aber man hört ja immer von Krankheiten oder Epidemien oder wie auch immer, aber es ist immer irgendwie fern, vor allem in Europa. Und dann jetzt betrifft uns ja doch ziemlich intensiv auch. Und ja, ich glaube eben, dass alle samt ein bisschen auch überfordert sind und man eben vielleicht jetzt übervorsichtig ist oder eben auch zu nachlässig manche. Also ja, ich glaube, dass es das einfach gilt, auch als Erfahrung mitzunehmen und daraus zu lernen und dass es, glaube ich, dieses Mal kein richtig oder falsch gibt, sondern dass man das eben, ja, Entscheidungen treffen muss und dann wird man im Nachhinein sehen, ob das die richtige war oder eben nicht. Ja, also Corona beeinflusst jetzt irgendwie das ganze Leben. Das ist jetzt irgendwie das Thema, was die Medien beherrscht. Es ist extrem real geworden jetzt durch die ganzen Einschränkungen, durch die ganzen Absagen. Selbst wenn man jetzt gesundheitlich nicht betroffen ist oder jetzt einen Menschen jetzt nicht in der näheren Umgebung hat, der jetzt betroffen ist dadurch, merkt man das jetzt auch als Einzelperson sehr stark, weil eben diese Einschränkungen da sind, weil der Events abgesagt werden, weil gegebenenfalls jetzt einfach irgendwelche, wie soll ich sagen, sozialen Kontakte minimiert werden, das merkt man halt ganz stark natürlich. Ja. Schulen schließen etc. Aber gut, das sind jetzt Themen, die alle sehr negativ sind. Lass uns vielleicht ein bisschen Ablenkung jetzt hineinbringen in diesen Alltagstrott, Corona hin oder her. Ja. Wir wollen ja heute über andere Dinge reden. Wir wollen heute reden über dich, über deine Person, über deinen Werdegang, dein Studium, generell Frauenfußball. Und ich meine, das weißt du ja, ich bin ja selber ein riesen Fußballfan. Das macht jetzt auch sicherlich mir sehr viel Spaß, da jetzt ein bisschen mehr zu erfahren. Zu Beginn, beschreib mal vielleicht deinen Werdegang. Wie hat das Ganze begonnen bei dir? Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen und wo bist du aktuell? Ich glaube, das wäre ganz spannend zu erfahren. Also ich mache eigentlich schon, seit ich ein kleines Kind bin, Leistungssport, bin aber tatsächlich erst ziemlich spät, nämlich mit 13 zum Fußball gekommen. Dann habe ich zwei Jahre lang beim SV Aspern in Wien bei den Jungs begonnen zum Kicken und bin ziemlich schnell ins LAZ und auch in die Wiener Auswahl gekommen und ja, so ging das dann
eigentlich ganz schnell auch mit dem U17-Nationalteam und da wurde ich eben dann gesichtet von Bayern München und bin dann eben direkt mit 16 schon zum FC Bayern München gewechselt. Dazwischen war ich noch in der Frauenbundesliga in Österreich und von dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Jetzt bin ich mittlerweile seit 11 Jahren in Deutschland, eben über Bayern München, über Kloppenburg, Duisburg, Köln und jetzt eben in Freiburg. Und spiele eigentlich seit 10 Jahren in der deutschen Frauenbundesliga Fußball. Und da bist du in der Innenverteidigung? Grundsätzlich habe ich auch schon, also in der Abwehr generell. Dort war halt immer unterschiedlich, wo mich ein Trainer, eine Trainerin gebraucht hat. Aber Innenverteidigung, würde ich schon sagen, ist meine beste Position. Wie kann man sich, also ich meine, wir kennen uns ja von der Schule und ich weiß, du bist ein sehr familiärer Mensch. Jetzt kam dann mit 16 schon der Schritt in Wahrheit hin zum Profifußball. Wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender? Was ist das für ein Einschnitt ins Leben? Wie hat dich das vielleicht persönlich auch geprägt? Wie kann man sich das vorstellen? Es war halt ziemlich schnell klar, dass wenn man halt im Frauenfußball irgendwie durchstarten will oder sich eben auch für die A-Nationalmannschaft empfehlen will, dass die österreichische Frauenliga eben vor 10 Jahren noch lange nicht so weit war, dass man eben das Niveau erlangt, das es dann halt auch braucht. Und dann war mir halt klar, dass ich ins Ausland gehen muss, wenn ich diesen Weg halt weitergehen will. Und dann kam eben auch das Interesse vom FC Bayern München einfach auch passend. Und mir war eigentlich sofort klar, dass ich das irgendwie machen möchte. Und auch von meiner Familie kam da die volle Unterstützung. Und ja, natürlich war für mich ein großer Vorteil, dass damals eben noch 2 andere Mädels, die ich eben aus Wien schon kannte und meiner Zeit beim LAZ auch nach München gegangen sind und wir dann auch zusammen meine Wohnung hatten und eben dort auch schon noch andere Österreicherinnen waren, die man eben aus den Jugendnationalmannschaften oder vom A-Team halt schon kannte. Und ich würde sagen, dass das mir den Schritt ins Ausland und dieses ja auf sich allein gestellt sein und eben auch seinen Alltag so alleine meistern zu müssen, halt mega geholfen hat. Und dass man eben diese Erfahrungen auch zusammen gemacht hat. Und ja, meine Eltern waren eigentlich auch immer da, wenn sie halt konnten und haben mich total unterstützt. Und ja, da bin ich auch sehr froh darüber. Und ich glaube, ohne diese ganze Unterstützung und diese Hilfe hätte ich das auch, glaube ich, nicht so gut hinbekommen. Und ja, selbst jetzt, wenn ich eben länger zu Hause bin, fällt es mir immer noch schwer, wieder zu fahren. Aber ja, mittlerweile ist es eigentlich schon normal, würde ich sagen. 2017 fand ja die Frauen-EM die letzte statt. Da gab es ja für Österreich, für das Nationalteam, ein Sommermärchen. Damals bis ins Halbfinale geschafft und du warst da mittendrin. Wie war das damals? Also wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja ein unfassbares Ereignis, wo auch die Männermannschaft sich viel davon abschneiden kann und abschauen kann. Das haben wir bis dato bei den Männern so nicht erreicht. Du warst da dabei. Wie hat man das da erlebt? Für uns war natürlich schon die Qualifikation für die Euro halt das große Ziel und auch irgendwie so, davon waren wir schon so überwältigt, dass eigentlich alles, was dann noch dazu kam, war eigentlich wie ein Bonus. Und wir haben dort jede Sekunde aufgesaugt, waren total in diesem Flow-Gefühl und wir haben uns total eben auch im mentalen Bereich auf dieses Event vorbereitet. Und wenn wir da zurückdenken, glaube ich, kriegt jeder von uns immer noch Gänsehaut, weil einfach alles zusammengepasst hat. Es hat funktioniert, unsere Spielidee, alle waren topfit. Und ja, eben dann hatten wir das erste Spiel gegen die Schweiz. Und ich weiß noch, dass das Ziel war, dass wir halt einen Punkt holen in unserer Gruppe. Und nach dem ersten Spiel hatten wir halt schon 3 Punkte. Wo das uns halt auch keiner zugetraut hat und wir selber wussten aber, was wir halt können und dass wir eben durchaus auch stärkere Gegner eben schlagen können. Und dann ging das irgendwie von Spiel zu Spiel. Dann haben wir im zweiten Spiel gegen Frankreich unentschieden gespielt, was schon ein Riesenerfolg war. Und auf einmal war klar, dass wir unabhängig vom dritten Spiel gegen Island, wo wir dann 3-0 gewonnen haben, war klar, dass wir ins Viertelfinale kommen und ja, und da auch selbst Spanien mit unserer Spielidee so mürbe gemacht haben und dann im Elfmeterschießen ganz trocken
ins Halbfinale eingezogen sind. Und ja, es ging einfach so schnell und keiner hat das so richtig realisieren können zu Beginn. Und ja, es war einfach unglaublich, dieses Erlebnis. Und ja, jede arbeitet jetzt von uns eigentlich darauf hin, dass wir das jetzt wieder erreichen können nächstes Jahr. Klar, die Erwartungshaltung ist jetzt natürlich ungleich höher, weil eben bei der letzten Europameisterschaft so ein unglaublich großer Erfolg da war. Ich meine, man muss sich das vorstellen, da kommt man plötzlich unter die besten vier Teams in Europa. Das ist schon eine Riesenleistung. Wie geht man jetzt in die nächste EM, wenn denn die Quali geschafft wird? Was ist also das Ziel? Wie sieht es aus mit dem aktuellen Kader? Was ist da möglich? Also wir haben seit der Euro gab es halt einen Umbruch, auch von unserer Spielidee eben, dass wir eben gerade bei der Euro sehr viel auf den zweiten Ball gespielt haben und so versucht haben, schnell ins vordere Drittel zu kommen, jetzt unsere Spielidee eigentlich komplett verändert haben, innovativ auch gearbeitet haben mit, dass wir sehr viel Ballbesitz haben, dass wir das Spiel eigentlich kontrollieren, dass wir durch Gegenbewegungen oder dynamische Raumbesetzungen eigentlich ja sehr innovativ Fußball spielen, wie es vielleicht ja nicht so normal ist für ja, oder auch generell im Frauenfußball vielleicht noch nicht so intensiv gemacht wird. Und das hat eben jetzt die letzten zwei Jahre schon an Entwicklung gedauert. Und wir haben auch hatten nicht so eine leichte Zeit, weil es eben oft auch Spiele gab, wo wir vielleicht eben noch nicht so zeigen konnten, wo unsere neue Idee halt hinführt. Aber eben, ich glaube, jetzt auch durch die Spiele gegen die Schweiz hat man schon gesehen, dass wir ein Weltklasse-Team über 80 Minuten im Spiel komplett dominieren können. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch, das auch in ein Ergebnis umzuwandeln. Und dann sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir jede Mannschaft in Europa eigentlich mit unserer Spielweise total zermürben können und da eben auch was Zählbares mitnehmen können. Natürlich muss aber halt auch wieder alles zusammenpassen. Wir sind eine Nation wie Österreich. Bei uns spielen nicht sehr viele Mädchen Fußball. Und wenn man das halt vergleicht mit Frankreich, die halt von der Breite her viel, viel bessere oder viel mehr Spielerinnen auch haben, gilt halt für uns natürlich eben etwas zu machen, womit nicht jeder vielleicht rechnet und so. Und sich eben auch im mentalen Bereich wieder optimal vorzubereiten. Dass man, egal was passiert, auf jede Situation im Spiel, aber auch rundherum vorbereitet ist. Du hast mir mal erzählt, diese Professionalisierung, die jetzt irgendwie im Frauenbereich passiert oder generell auch in den letzten Jahren im Herrenbereich passiert ist, Stichwort Mentaltrainer, extrem ausgebaute medizinische Abteilungen, dass das oft ein Schlüssel zum Erfolg ist. Und du hast mir mal erzählt, eben, dass gerade 2017 die Arbeit mit Mentaltrainern so wichtig war. Ihr wart einfach im Kopf stärker als andere Mannschaften und das hat euch auch so weit getragen. Wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren geändert? Ist das intensiviert worden? Ich bin jetzt, glaube ich, seit 8 oder 9 Jahren Bestandteil des A-Nationalteams und eigentlich seitdem fast arbeiten wir mit unserer Mentaltrainerin. Und ich merke selber an meiner persönlichen Entwicklung, aber auch an der Mannschaft, wie handlungsorientiert wir bleiben können in einem Spiel, das uns nichts aus der Ruhe bringt, dass wir trotzdem weiter unser Ding durchziehen, egal was passiert. Und ja, dass wir eben, wie gesagt, im mentalen Bereich, glaube ich, Nationen vor allem vor 2 Jahren sehr voraus waren, dass wir es wirklich geschafft haben, am Punkt unsere Leistung abzurufen und dass eben andere Nationen dann eben aufgrund von Nervosität und, man macht sich dann auch Gedanken im Spiel oft, ja, was hat das für Konsequenzen? Das haben wir alles gelernt, damit umzugehen und eben, dass man eben im Spiel bleibt. Und ja, das hat uns natürlich enorm stark gemacht. Und ich denke halt immer noch, dass jetzt mittlerweile auch große Nationen wie Deutschland und so im mentalen Bereich arbeiten. Aber das, was wir über die Jahre halt aufgebaut haben, das wird trotzdem, glaube ich, noch dauern, bis uns der andere Nationen halt einholen. Und wir arbeiten immer noch sehr intensiv jeden Lehrgang mit unserer Sportpsychologin und ja, ich glaube, jeder von uns wird eigentlich sagen, dass ihm das nicht nur sportlich, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung enorm weitergebracht hat. Professionalisierung im Leistungssport bei den Frauen hat ja auch noch andere Bereiche erklommen mittlerweile.
So ist es ja mittlerweile so, dass viele Spielerinnen von Agenturen vertreten werden. Du selber bist ja jetzt auch bei einer Agentur. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, wie kann man sich das vorstellen, wie sieht das aus, wie funktioniert das Ganze? Ja, also mittlerweile ist es halt echt so, dass ein Berater für einen Marketing-Themen oder auch eben für Gespräche mit Vereinsverantwortlichen oder Trainern übernimmt. Und ich bin bei der Agentur Zeit Sport, der Felix Seidl ist mein Berater. Ich bin wirklich super zufrieden, weil wir eben auch uns persönlich sehr, sehr gut verstehen und ich ihm auch sehr viel anvertraue und ich da weiß, dass ich mehr als gut beraten bin und er immer meine Interessen auch vertritt. Und ja, eben auch im Frauenfußball wird es halt immer, ja, eigentlich grundsätzlich hat jede Spielerin schon fast einen Berater und ohne dem ist es halt auch schwierig, Kontakte zu Vereinen zu bekommen, beziehungsweise viele Vereine haben dann eben einen Berater, denen sie halt mehr vertrauen oder mit denen sie sehr gut zusammenarbeiten und dann ist es natürlich leichter, dann bei dem Verein eine Chance zu bekommen. Und ja, auch der Markt im Frauenfußball wird immer professioneller, sprich es gibt immer mehr richtig gute Spielerinnen und ja, da gilt es halt auch, sich persönlich gut zu verkaufen, um eben in guten Vereinen auch noch die Chance zu kriegen, in den Kader zu rücken. Und das wird eben auch jetzt mittlerweile im Frauenfußball schwieriger, professioneller, aber auch irgendwie interessanter. Wie wichtig ist es, dass man sich jetzt schon im Frauenfußballbereich auch als Marke, als Spielerin etabliert, so wie wir es bei den Männern oft sehen? Die haben ja auf den sozialen Netzwerken teilweise unglaublich viele Fans, Follower. Das ist ja auch dann ein Teil des Marktwerts, ein Teil der Brand. Wie sieht da die Entwicklung im Frauenbereich aus? Ja, also man merkt eben auch im Frauenfußball, dass das immer mehr im Kommen ist und dass viele Spielerinnen auch unglaublich viele Follower haben. Aber ja, die Breite, würde ich sagen, bewegt sich noch in einem normalen Bereich und wirklich nur ausgewählte Spielerinnen oder eben in Deutschland zum Beispiel eine deutsche A-Nationalspielerin, die ist natürlich unglaublich bekannt und dann im Vergleich gibt es halt Spielerinnen, die schon jahrelang in der Bundesliga spielen, bekannte Bundesligaspielerinnen sind und die halt nicht bekannt sind. Und ja, da wird auch interessant sein, wie sich das noch weiterentwickelt. Das ist immer mehr im Kommen. Viele Spielerinnen werben auch mit unterschiedlichsten Marken oder Dingen, die halt im Sport auch relevant sind, auch im Bereich Ernährung oder unterschiedlichste Dinge kriegen sie mittlerweile schon Partnerschaften. Und ja, es wird interessant, wie sich das weiterentwickelt und ich glaube schon, dass das in den kommenden Jahren für einzelne Spielerinnen wirklich auch ein interessantes Thema sein wird, um sich selbst auch besser verkaufen zu können. Sind diese Partnerschaften mit Marken und Ähnliches, wie du es angesprochen hast, schon ein relevanter Anteil am Gehalt? Ich meine, man kann also sagen, du bist ja in einer Kooperation auch mit Puma und ist es relevant, also ist es für dich wichtig im Einkommen jetzt am Ende des Jahres? Ja, also grundsätzlich, Puma stattet mich komplett aus mit Schuhen und allem, was ich rund um den Sport brauche. Zusätzlich da kann ich natürlich auch im privaten Bereich der Puma einkaufen und das ist wirklich eine tolle Partnerschaft auch. Aber jetzt so grundsätzlich im Gehalt, glaube ich, gibt es nur für einzelne Spielerinnen, die dann wirklich jetzt sagen, sie verdienen damit einen wesentlichen Anteil ihres Gehalts. Also das würde ich jetzt sagen, das ist in der Breite noch nicht so der Fall. Ich habe mir da eine, das ist jetzt gleich auch ein, also das wichtige nächste Thema, finde ich, wenn man darüber spricht, einen Artikel rausgesucht und ich zitiere jetzt mal die Überschrift. Da geht es darum, Gehalt im Frauenfußball im Vergleich mit Männerfußball und da steht auf die Frage, wie schaut das aus so mit der Gehaltsverteilung, dass Neymar aktuell ein bisschen mehr verdient als alle 1700 Profifußballerinnen aus den 7 Top-Ligen zusammen. Also, das ist so unfassbar. Das ist ja unerhört. Wie sieht es da wirklich aus? Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr? Wie kann man sich das Gehaltsschema da so vorstellen im Profibereich? Jetzt konkret wirklich vielleicht in Deutschland bei dir, in der Bundesliga, aber vielleicht auch in Österreich? Ja, also in Österreich, glaube ich, ist die Entwicklung da schon noch hinterher und ich würde sagen, dass da Deutschland schon
in der Breite gut aufgestellt ist, aber man muss da halt realistisch bleiben. Eine gut verdienende Frau im Frauenfußball verdient ein normales Gehalt, wie jemand, der 40 Stunden arbeitet. Vielleicht eben durch Prämien oder etwaige Zusammenarbeiten, vielleicht ein kleines Taschengeld dazu. Aber es gibt eben, das so ist es für die Breite. Und dann wird sicher, also es gibt einzelne Spielerinnen, wie bei Topvereinen bei Wolfsburg, die dann schon erheblich mehr verdienen, aber immer noch unvergleichbar mit irgendeinem Männer-Superstar oder sonst was. Also davon sind Frauen leider weit entfernt. Es gibt natürlich da auch vereinzelt Spielerinnen von Chelsea oder so, die dann schon mal Summen verdienen, die im Frauenfußball, also wenn man das hört, halt, dass man das gar nicht glauben kann, aber das sind wirklich die Ausnahmen von den Ausnahmen und ja, da ist der Großteil der Frauen muss sich auch ein zweites, also eigentlich jede Frau sollte sich ein zweites Standbein auch nehmen, am Fußball noch auf, ja, erarbeiten, weil man eben danach einfach nicht mehr davon leben kann und Problem dabei ist einfach, dass der Frauenfußball immer noch zu wenig Geld einbringt für Vereine. Dass es ja immer mehr so ist, dass der Frauenfußball eben auch im Zusammenhang mit Männervereinen eben stattfindet, es Fusionen gibt, Männervereine jetzt auch Frauenmannschaften eröffnen, aber grundsätzlich bringt der Frauenfußballbereich eines Vereins leider immer noch nicht genug Geld ein, dass man jetzt sagen kann, ja, die Frauen leben eigentlich von den Männern immer noch und deshalb kann das Gehalt oder soll das Gehalt auch nicht angepasst werden, obwohl wir ja teilweise größeren Aufwand betreiben als eine Männer-Bundesliga-Mannschaft. Okay, das heißt, die Zeiten, dass auch Profi-Fußballerinnen irgendwie einen Zweitjob brauchen, obwohl die da irgendwie im Live-TV ihre Spiele absolvieren, die sind noch nicht vorbei. Nein, also ich würde schon sagen, dass ja natürlich zum Beispiel in Frankreich die ersten drei Mannschaften, die werden alle komplett professionell sein. Auch in Deutschland ist es mittlerweile so, dass viele Vereine sehr professionell arbeiten und es sehr wenige bis keine Spielerinnen mehr gibt, die nebenbei noch was machen müssen. Aber es gibt halt trotzdem auch immer noch Vereine, wo alle Spielerinnen was nebenbei machen. Und sei es nur ein Studium. Also es gibt eigentlich auch, ich selber mache ja eben mein Master nebenbei. Und ich denke halt, dass ganz viele Spielerinnen nebenbei studieren und ganz viele auch einen Minijob nebenbei haben. Einfach, weil sie auch selber sagen, eben schon mit Hinblick auf in die Zukunft, dass ich muss irgendwann mal in die Arbeitswelt einsteigen und ich halt nicht ganz ohne Erfahrung dann irgendwie auch ins Berufsleben kommen will. Und auch deshalb glaube ich, ja, viele nebenbei schon auch noch arbeiten. Ja, das Thema Weiterbildung ist natürlich auch ein Schwerpunkt jetzt für unsere Podcast-Folge heute. Das ist auch ein Thema, was ich jetzt von dir wissen will. Wie ist denn das Thema Aus- und Weiterbildung etabliert im Profibereich bei euch? Ich weiß, du studierst bei der FH Burgenland und bei uns, machst deinen MBA im Online-Format. Wie ist das generell so, das Thema Weiterbildung, wird das da belächelt oder hat das einen sehr hohen Stellenwert? Ja, also eben im Frauenfußball hat das schon einen sehr hohen Stellenwert und wie gesagt, eigentlich jede Spielerin versucht eigentlich nebenbei irgendwas zu machen oder hat irgendwas fertig gemacht, sei es eine Ausbildung, ein Studium oder was auch immer. Und also das hat schon einen hohen Stellenwert, solange es den Fußball nicht beeinträchtigt. Also es ist schon zum Beispiel unsere Trainingszeiten sind eben für die, die eine Ausbildung machen oder so. Wenn wir halt vormittags trainieren, haben wir schon um 8 Uhr in der Früh Training, damit alle, die eine Ausbildung haben oder sonst was, spätestens um 10 Uhr dann halt wo sein können. Und das zweite Training ist dann eben um 16, 17 Uhr, dass die alle danach dann wieder zum Training können. Also darauf wird grundsätzlich schon Rücksicht genommen. Aber umgekehrt wird dann meistens auch über Vereine mit einer Ausbildungsstätte oder einem Job oder einer Universität halt so, dass Spielerinnen, wenn halt dann mal ein Spieltag in die Woche verlegt wird, dass sie da halt auch frei bekommen. Also das ist meistens ganz gut abgestimmt alles. Ja, das war ja auch bei dir damals ein Thema, das weiß ich ja noch. Wir haben ja damals telefoniert, da hast du den Bachelor noch gemacht oder warst, glaube ich, gerade am Fertigwerden und hast mir auch erzählt, das ist ja auch gar nicht so leicht, selbst wenn du jetzt, sage ich mal, die Matura oder Abitur schon hast und dann im Profibereich bist,
du willst den zweiten Standbein aufbauen, du willst dich weiterbilden, magst eine Ausbildung machen. Das ist ja vor allem deswegen, hast du mir damals gesagt, schwer, weil halt das Profi-Fußballertum zur Folge hat, dass du am Wochenende deine Spiele hast, du hast eben Trainingszeiten, das sind oft Vorlesungen oder Prüfungen. Das war ja bei dir schon im Bachelor sehr, sehr herausfordernd. Gell? Vielleicht kannst du mal da ein bisschen ausholen, warum das jetzt so kompliziert war. Also ich habe mich eben damals grundlegend auch schon dafür entschieden, meinen Bachelor über ein Fernstudium zu machen. Einfach aufgrund dessen, weil ich eben auch aus Österreich bin und an einer deutschen Uni hätte ich da begonnen zu studieren, hätte ich ja mindestens für 3 Jahre bei einem Verein bleiben müssen. Aber eben, es ist halt schwierig, immer dann das Sportliche an die Universität anzupassen und deswegen wollte ich da einfach so ja ein bisschen Freiheit haben und habe mich dann eben auch für den Bachelor in Form eines Fernstudiums entschieden. Das war dann eigentlich so vollkommen in Ordnung. Da war nur das Problem, dass, ja, wie du schon angesprochen hast, wir haben eigentlich jeden Tag 1 bis 2 Mal Training und am Wochenende eigentlich ja nur Fußball mit Spielen und so weiter. Und da war eben oftmals das Problem, dass Prüfungen oder Seminare oder Präsenztage oft am Wochenende waren, weil das natürlich ja aufgelegt war für berufstätige Menschen, normale berufstätige Menschen, die halt von Montag bis Freitag arbeiten und die dann am Wochenende eben ihr Fernstudium nebenbei machen. Für mich natürlich insofern schwer, wenn wir halt ein Auswärtsspiel haben, fahren wir oft Freitag oder Samstag schon los, haben dann Samstag oder Sonntag das Spiel, sind sehr lange auch auf Reisen und das ist halt für mich unmöglich, dann zu sagen, na, ich komme dann erst am nächsten Tag zum Spiel oder so. Also das wird nicht geduldet, was auch vollkommen logisch ist. Und dann ich oft halt solche Präsenztage nicht wahrnehmen konnte und sich mein Studium, ich durch sehr, sehr gute Planung und Organisation und auch Unterstützung dann zum Glück von der Universität selbst, eben dann mein Studium trotzdem in der Regelstudienzeit abschließen konnte, obwohl ich dann eben viele Sachen sehr verschieben musste, zusätzliche Termine ausmachen musste, unglaublich viel auch herumgefahren bin, um eben dann die Prüfung bei einem anderen Standort, an einem anderen Tag abzulegen. Aber ich dann auch froh bin, weil ich trotzdem glaube, dass das die richtige Entscheidung war und ich auf einer normalen Uni wahrscheinlich nicht zur Regelstudienzeit hätte abschließen können. Und von dem her war es sehr, sehr anstrengend und auch manchmal mühsam, aber im grundsätzlich jetzt in Verbindung mit dem Fußball eigentlich das einzig Richtige für mich. Ja, na, auf jeden Fall, das glaube ich dir. Und das Schöne ist ja, dass du nach dem Bachelor dich für das Fernstudium im Bereich Business Management entschieden. Das machst du jetzt an der FH Burgenland, bieten wir in Kooperation mit der FH Burgenland an. Und das ist ja auch ein Fernstudium. Und wir haben damals eben telefoniert und da war das so augenscheinlich, hast du genau das Gleiche gesagt wie jetzt, hast du erzählt von deinem Bachelorstudium, dass halt natürlich die Uni dich unterstützt hat, aber gewisse Hürden gab es halt in Form dieser Präsenzveranstaltungen, in Form dieser Prüfungen, die halt am Wochenende waren. Ja, logisch, weil das war halt eben zugeschnitten auf den normal arbeitenden Menschen, der halt irgendwie 40 Stunden unter der Woche arbeitet und am Wochenende halt Zeit hätte. Und da habe ich damals halt gesagt, du, Genie, ich glaube, ich hätte da was für dich. Und so ist es damals entstanden, dass du dann bei uns auch begonnen hast, was uns sehr freut. Ja. Und wir haben ja mittlerweile auch schon einige andere Kolleginnen, Kollegen und generell Personen bei uns, die studieren, die viel reisen müssen und auch die wissen es ja auch wertzuschätzen, dass halt eben so Themen wie Online-Prüfungen, Online-Vorlesungen, keine Präsenz, jederzeit starten und solche Dinge, dass es halt echt ein Mehrwert ist. Ich meine, vielleicht kannst du aber ein paar Worte auch dazu sagen, Thema Online-Prüfungen und so, da haben wir uns ins Zeug gelegt, dass wir sowas liefern können, dass wir eben nicht den Fall haben, dass wir Prüfungen vor Ort haben, sondern wirklich online. Weiß nicht, wie schaffst du das? Wie kriegst du jetzt im Vergleich zum Bachelor die Inhalte so unter deinen Hut, neben Training, neben Matchtagen? Wie läuft das bei dir so aktuell? Für mich passt das Studium eigentlich wirklich perfekt. Also wie du eh auch schon angesprochen hast, ich kann mir alles komplett selbst einteilen. Ich habe alles online. Ich kann eine Prüfung schreiben, wann immer ich will und habe eben den Lernstoff auch eigentlich immer zur Hand, kann mir das auch runterladen, kann unterwegs lernen und. Ja, für mich war es nur sportlich die letzten 2 Jahre auch eben so kleinere Verletzungen mit einem Blinddarmdurchbruch und meiner Zertrümmerung des Daumens,
wie das auch beim als Feldspielerin passieren kann, aber ich da eben ein paar Hürden zu überwinden hatte und ja, da leider auch ehrlich gesagt nicht so zum Lernen gekommen bin und eben weil ja der Fußball für mich trotz allem immer noch an erster Stelle steht und ja, ich aber immer einfach totale Unterstützung von euch auch erfahre und eben auch von dir persönlich, weil wir uns ja auch schon länger kennen und ja, ich mich einfach total wohlfühle und ja, für mich die Entscheidung, dieses Studium anzufangen, eigentlich die einzig richtige war und ja, das eigentlich perfekt zu meinem Alltag passt. Super, na echt cool. Nee, das ist ja halt auch das Schöne, muss jetzt auch nicht fertig werden in einem Jahr, kann das zwar machen, aber ist ja das Schöne, man kann sich da auch länger Zeit nehmen. Wir haben auch andere Studierende dann in dem MBA oder in anderen MBAs, die auch mal ein bisschen länger brauchen und das ist okay, kann man ja machen, auf bis zu 3 Jahre kann man das ja hinausziehen und das geht auch ohne Probleme. Ja, und zum Thema Unterstützung, ja, sind wir natürlich immer für dich da, ist auch kein Thema. Vielleicht abschließend noch ein paar Punkte. Nummer 1, das ist ganz oben auf meiner Frageliste eigentlich. Wie sieht es denn jetzt aus mit deinem Plan für die Karriere nach der Karriere? Was magst du denn da machen? Magst du im Sportbereich bleiben? Magst du woanders hingehen? Denn ja, jetzt bist du 27, hast wahrscheinlich noch viele Jahre hoffentlich im Profifußball, aber irgendwann wird er da kommen, wo du auch die Fußballschuhe an den Nagel hängen wirst. Wie ist da der Plan? Grundsätzlich habe ich eben, wie gesagt, jetzt schon noch vor ein paar Jahren Fußball zu spielen und aber trotzdem nebenbei schon eventuell mit Hilfe des Vereins halt versuchen, schon ein bisschen eben in die Arbeitswelt zu schnuppern, vielleicht ein paar Stunden in der Woche nur, dass ich eben auch sagen kann, dass ich schon Erfahrung habe, sollte es jetzt im Verein sein oder Unternehmen, die mit dem Verein zusammenarbeiten, das lasse ich mir da eigentlich ganz offen. Am liebsten würde ich im Marketingbereich irgendwo arbeiten, ob das jetzt im Sportbereich bleibt oder ob das jetzt in einem normalen Unternehmen unabhängig vom Sport ist, das lasse ich mir noch ein bisschen offen. Das Einzige, was ich mir, den Traum, den ich mir unbedingt erfüllen will, ist, dass ich nach meiner Fußballkarriere noch eine kleine Auszeit nehme und eine Weltreise mache. Das habe ich mir vorgenommen und das will ich unbedingt dann noch machen, weil ich liebe es zu reisen und aufgrund vom Sport halt ist man leider immer sehr, sehr eingeschränkt auf ein paar wenige Wochen, wenn überhaupt im Jahr. Und ja, ich halt unbedingt die Welt zu reisen will und diesen Traum möchte ich mir nach meiner aktiven Karriere noch erfüllen. Und dann möchte ich gerne ins Berufsleben einsteigen. Wie das dann oder wo das dann genau ist, das lasse ich mir noch ein bisschen offen. Und ja. Und für die Fußballkarriere, wie sieht es da aus? Du bist jetzt aktuell bei Freiburg, bist jetzt da auch schon länger dabei. Was ist so dein persönliches Ziel? Und gibt es da vielleicht irgendwie für die nächsten Jahre schon einen Plan, wo du dich da siehst? Ja, ich werde im Sommer Freiburg verlassen. Wo es genau hingeht, habe ich mich noch nicht entschieden. Ja, ob ich jetzt in Deutschland bleibe und den nächsten Schritt mache oder auch ins Ausland nochmal weiter weg ins Ausland. Ja, das gilt jetzt die Entscheidung zu treffen, aber grundsätzlich wird es im Sommer eine Veränderung diesbezüglich geben und ja, wie es weiter aussieht, das muss man eigentlich auch so ein bisschen abwarten, wie es dann in neuen Vereinen läuft, wie es für mich persönlich sportlich läuft. Dann natürlich großes Ziel, die Euro nächstes Jahr. Da möchte ich auf jeden Fall Fuß fassen, spielen, mich gut verkaufen, gut präsentieren und ja, dann wird man weitersehen. Okay, ja, da wieder die Gerüchteküche angeheizt. Okay, das heißt, das Kapitel Freiburg wird dann im Sommer abgeschlossen und ist aber im Guten. Also das ist jetzt nicht irgendwie bis aktiv dort. Ja, also ich fühle mich unglaublich wohl in Freiburg. Ich habe mir jetzt wirklich sehr, sehr schwer getan, diese Entscheidung zu treffen, vom Verein wegzugehen, weil eben dort wirklich sehr professionell gearbeitet wird. Die Mannschaft super ist, auch der Verein allgemein. Aber ich so für mich persönlich auch jetzt gerade eben im Hinblick auf die Euro nochmal entschieden habe, dass ein anderes Umfeld und eine Veränderung mir auf jeden Fall gut tun würde, nochmal ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, um jetzt nochmal sportlich auch den nächsten Schritt zu gehen, mich nochmal weiterzuentwickeln und ja, genau, deshalb alles im Positiven,
bin dem Verein unglaublich dankbar. Also wirklich, die letzten 2 Jahre waren wirklich top und wünsche ich auch nur das Beste. Und ja, vielleicht sieht man sich ja als Konkurrent nächstes Jahr wieder. Vielleicht. Ja, coole Sache. Ne? Ich werde das auf jeden Fall mit Spannung mitverfolgen. Da bin ich sehr gespannt, wo du dann landest. Und ich würde sagen, spätestens vor der Euro, weil die Qualifikation schafft es ja sicherlich, spätestens vor der Euro oder irgendwann, wenn es dann richtig ernst wird, müssen wir nochmal miteinander quatschen und dann nochmal die Euro-Pläne durchgehen. Das würde mich sehr freuen, wenn wir das hinkriegen. Vielleicht auch dann wirklich hier bei uns in Wien vor Ort. Das wäre richtig cool. Ja, Gini, das war super cooler Einblick, cooler Werdegang. Freut mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast fürs Studium, fürs Fernstudium. Hast gesagt, das passt gut zusammen. Wir versuchen da auch immer wieder Partner zu finden im Sportbereich, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass wir mit den Weiterbildungen, die wir haben bei uns und mit den Partnerhochschulen, dass wir da einfach coole Weiterbildungen haben, die eben genau diese Flexibilität bieten, die du auch brauchst, ja, als Sportler. Und ja, das ist immer auf der Suche nach neuen Partnern. Schön, dass du bei uns bist, schön, dass du so zufrieden bist und schön, dass jetzt im Fußball auch gut läuft, dass du den nächsten Schritt machen wirst. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal schauen, wie es mit Corona weitergeht. Ich hoffe, das hört jetzt mal auf. Das ist ja auch super schade, dass jetzt so viel Fußball auch gestrichen wird. Ich spiele ja selber auch im Amateurbereich halt, aber das ist jetzt auch gecancelt bei uns in Wien. Das ist super schade. Das heißt, meine Wochenenden sind jetzt auch sehr langweilig. ja. Ich hoffe, du kannst dann noch ein bisschen weiterspielen. Ich hoffe, das legt sich dann auch. Und ich hoffe vor allem am 14. April gegen Frankreich in der EM-Qualifikation findet das Spiel statt und ihr holt euch die 3 Punkte. Das wäre natürlich ein Wahnsinn. Ja, das wäre wirklich ein großer Erfolg. Danke fürs Gespräch auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut und vor der Euro haben wir uns auf jeden Fall nochmal. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auf alles, was noch kommt, wünsche dir natürlich persönlich auch alles Gute und hoffe natürlich, es fällt jetzt nicht zu lange aus. Und natürlich auch für mich, dass wir trotzdem weiterspielen können, dass ich jetzt erstmal zurück nach Deutschland komme und ja, dann werden wir alles Weitere auch sehen. Das so sieht's aus. Gut, liebe Gini, dann mach's gut und viel Erfolg, viel Glück, viel Gesundheit und vielen Dank, dass du unser digitaler Gast in dem Podcast warst. Vielen Dank. Mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.